Also, wenn ihr freundlicherweise die Masken aufsetzen wolltet. Hast du Probleme, Anneliese? Nein. Alles klar. Dann darf ich unseren Ehrengast bitten. Schütteln nur mit dem Kopf oder nicken. Unser Ehrengast ist männlich und es geht weiter, glaube ich, bei der Anneliese. Ein offensichtlich weit bekannter und beliebter Ehrengast, dem Applaus nachzuschließen. Und da würde ich annehmen, Sie sind ein Künstler, weil die immer so beliebt sind. Ja. Ein deutscher Künstler? Ja. Ein Schauspieler? Nein. Sind Sie ein produzierender Künstler? Nein. Reproduzieren Sie also und haben Sie mit... Moment, das war das zweite Nein, glaube ich, gell? Nein, ja, das war das zweite Nein. Meine Buchhaltung ist nicht in Ordnung. So. Reproduzieren Sie Musik? Ja. Sind Sie Instrumentalist? Nein. Ne? Oder wollen Sie ein bisschen wackeliger antworten? Jein. Nein. Es bleibt aber bei der Annette. Bitte? Ich bin desorientiert. Nein, es ist ein halbes Nein, das wir nicht zählen. Ne? Also es bleibt bei der Annette. Also zu Ihrem Instrument singen Sie auch noch? Ja. Ist das im Chanson zu finden, was Sie tun? Nein. Singen Sie, wie man so schön sagt, zur Laute? Ja. Sind es Lieder, die man im weitesten Sinn als Schlager bezeichnen kann? Darfst du noch nicht Nein sagen, ne? Ja. Ja. Aber zwei halbe Nein und zwei halbe Nein. Zwei halbe Ja. Ja, wie steht's? Ja, es bleibt. Rechnung? Ich habe es nicht ganz verstanden. Bleibt, ja, es ist so jein, ne? Es bleibt aber beim Hans. Sind es Lieder für Jung und Alt, die Sie singen? Ja. Fürs Gemüt? Ja. Dann kann ich nicht mehr weiter. Oh, Gemüt hat er keins, da passt er. Viel weiter komme ich auch nicht. Ein deutscher Sänger, der zur Laute singt mit und Gemüt, der jung und alt Freude macht. Wenn Sie singen und sich selbst mit der Laute begleiten, haben Sie dann zur Verstärkung auch noch eine Musikgruppe dabei? Nein. Singen Sie Ihre Lieder zum Teil auch Französisch? Nein. Der war schon da. Ja, eben. Der andere war auch schon da. Sind Sie süddeutsch? Nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Singen Sie volkstümlich? Ja. Könnte es sein, dass Sie auch in meiner Heimatstadt Nürnberg schon gesungen haben? Ja. Könnte es sein, dass Sie dort ein auf dem Christkindlesmarkt gesungen haben? Ja. Ein Weihnachtslied? Ja. Dann müssten Sie Heino sein. Das ist er. Das ist insofern ein historisches Ereignis, als das, glaube ich, das erste Mal ist, dass unser Oberstaatsanwalt einen Ehrengast aus dem Schaugeschäft verraten hat. Da passt er nämlich eigentlich. Und dieses muss doch einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht haben.
Nun, die ganze Geschichte damals mit Ihrem Singen in Nürnberg hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Vielen Dank. Ja, er hat ja... Die Vorgeschichte, Nachgeschichte und so weiter. Gab es da auch noch Geschichten drumherum? Ja. Nun hat er sich ja über Geschichten nicht zu beklagen. Es gibt ja immer wieder Leute, die an ihm herumnagen, an ihnen herumnagen. Warum eigentlich? Was passt denen nicht an dem Repertoire? Wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man Schlager singen, Volkslieder oder Seemannslieder. Genagt wird immer. Und ich finde, das, was ich singe, das sind schöne deutsche Volkslieder, wo ich dran glaube, weil es schöne Melodien sind, und ich lasse mich durch Kritik nicht davon abbringen, anders Repertoire zu singen. Ja, dieses wäre auch falsch, man muss das singen, was einem halt war. Genau. Lieber Herr, dieses war eine kleine akustische Volksabstimmung. Es gibt aber eine andere, die also mit mehr wissenschaftlichen Methoden gemacht hat, und die hat auch eine Heino-Mehrheit von etwa 51% ergeben. Ja. Und das ist doch eigentlich ein recht befriedigendes Das ist Ergebnis. Erfreulich, ja. Nun sind Sie ja, haben einen ziemlich langen Weg gebraucht. Zunächst mal, ich will nicht in die ganze Biografie gehen, aber ich finde doch eigentlich nett, dass Sie ordentlich und tüchtig die Bäckerei erlernt haben. Sind Sie heute noch kritisch, wenn Sie Brot und Brötchen essen? Nee, das nicht. Aber ich war sehr gerne Bäcker. Und ich habe ja in der Bäckerei ein Trio gegründet mit drei anderen Kollegen, die auch in der Bäckerei tätig waren. Und dann habe ich mit 17 Jahren ein TZ gegründet. Und ich lernte dann 1967 Ralf Bendix kennen, mein jetziger Produzent noch. Und er hat mich quasi mit zur Schallplattenfirma genommen und hat das Repertoire, was ich damals schon gesungen habe, mit mir jetzt wieder produziert. Und dieses ist ja, hat inzwischen zu wie vielen goldenen Schallplatten geführt? Ich habe insgesamt 2 goldene Langspielplatten, 2-mal habe ich jetzt die Goldene Europa bekommen und dann habe ich von unserer Schallplattenfirma den Goldenen Hund. Das sehen Sie, da würde ich mich ruhig von Nicht-Goldenen anbellen lassen. Wenn man den Golden hat, kann man sich dieses leisten. Ich sehe hier also voller Vergnügen eine neue Starparade.